Das Märchen von der Vernunft. Es war einmal ein netter alter Herr. Der hatte die Unart, sich ab und zu vernünftige Dinge auszudenken. Das heißt, zur Unart wurde seine Gewohnheit eigentlich erst dadurch, dass er das, was er sich jeweils ausgedacht hatte, nicht für sich behielt, sondern den Fachleuten vorzutragen pflegte. Da er reich und trotz seiner plausiblen Einfälle angesehen war, mussten sie ihm, wenn auch mit knirschenden Ohren, aufs Geduldigste zuhören. Und es gibt gewiss für Fachleute keine ärgere Qual als die, lächelnden Gesichts einem vernünftigen Vorschlag zu lauschen. Denn die Vernunft, das weiß jeder, vereinfacht das Schwierige in einer Weise, die den Männern vom Fach nicht geheuer und somit ungeheuerlich erscheinen muss. Sie empfinden dergleichen zu Recht als einen unerlaubten Eingriff in ihre mühsam erworbenen und verteidigten Befugnisse. Was, fragt man sich mit ihnen, sollten die Ärmsten wirklich tun, wenn nicht sie herrschten, sondern statt ihrer die Vernunft regierte? Eines Tages wurde der nette alte Herr während einer Sitzung gemeldet, an der die wichtigsten Staatsmänner der Erde teilnahmen, um, wie verlautete, die irdischen Zwiste und Nöte aus der Welt zu schaffen. Allmächtiger, dachten sie, wer weiß, was er heute mit uns und seiner dummen Vernunft wieder vorhat. Und dann ließen sie ihn hereinbitten. Er kam, verbeugte sich ein wenig altmodisch und nahm Platz. Er lächelte. Sie lächelten. Schließlich ergriff er das Wort. Meine Herren Staatshäupter und Staatsoberhäupter, sagte er, ich habe, wie ich glaube, einen brauchbaren Gedanken gehabt. Man hat ihn auf seine praktische Verwendbarkeit geprüft. Ich möchte ihn in Ihrem Kreise vortragen. Hören Sie mir bitte zu. Sie sind es nicht mehr, doch der Vernunft sind Sie es schuldig. Sie nickten, gequält, lächelnd, mit Ihren Staatshäuptern. Und er fuhr fort. Sie haben sich vorgenommen, ihren Völkern Ruhe und Frieden zu sichern. Und das kann, zunächst und vernünftigerweise, so verschieden ihre ökonomischen Ansichten auch sein mögen, nur bedeuten, dass ihnen an der Zufriedenheit aller Erdbewohner gelegen ist. Oder irre ich mich in diesem Punkte? Bewahre, riefen sie, keineswegs! Wo denken Sie hin, netter alter Herr? Wie schön, meinte er. Dann ist Ihr Problem gelöst. Ich beglückwünsche Sie und Ihre Völker. Fahren Sie heim und bewilligen Sie aus den Finanzen Ihrer Staaten im Rahmen der jeweiligen Verfassung und geschlüsselt nach Vermögen miteinander einen Betrag, den ich genauestens habe errechnen lassen und zum Schluss nennen werde. Mit dieser Summe wird Folgendes geschehen. Jede Familie in jedem ihrer Länder erhält eine kleine, hübsche Villa mit 6 Zimmern, einem Garten und einer Garage sowie ein Auto zum Geschenk. Und da hintendrein der gedachte Betrag noch immer nicht aufgebraucht sein wird, können Sie, auch das ist kalkuliert, an jedem Ort der Erde, der mehr als 5000 Einwohner zählt, eine neue Schule und ein modernes Krankenhaus bauen lassen. Ich beneide Sie, denn obwohl ich nicht glaube, dass die materiellen Dinge die höchsten irdischen Güter verkörpern, bin ich vernünftig genug, um einzusehen, dass der Frieden zwischen den Völkern zuerst von der äußeren Zufriedenheit der Menschen abhängt. Wenn ich eben sagte, dass ich sie beneide, habe ich gelogen. Ich bin glücklich. Der nette alte Herr griff in seine Brusttasche und zündete sich eine kleine Zigarre an. Die übrigen Anwesenden lächelten verzerrt. Endlich gab sich das Oberste der Staatsoberhäupter einen Ruck und fragte mit heiserer Stimme, »Wie hoch ist der für Ihre Zwecke vorgesehene Betrag?« »Für meine Zwecke?« fragte der nette alte Herr zurück. Und man konnte aus seinem Ton ein leichtes Befremden heraushören.
nun reden Sie schon, rief das zweithöchste Staatsoberhaupt unwillig. Wie viel Geld würde für den kleinen Scherz gebraucht? 1 Billion Dollar, antwortete der nette alte Herr ruhig. 1 Milliarde hat 1000 Millionen und 1 Billion hat 1000 Milliarden. Es handelt sich um eine 1 mit 12 Nullen. Dann rauchte er wieder an seiner kleinen Zigarre herum. Sie sind ja vollkommen blödsinnig, schrie jemand, auch ein Staatsoberhaupt. Der nette alte Herr setzte sich gerade und blickte den Schreier verwundert an. Wie kommen Sie denn darauf? Fragte er. Es handelt sich natürlich um sehr viel Geld. Aber der letzte Krieg hat, wie die Statistik ausweist, ganz genau so viel gekostet. Da brachen die Staatshäupter und Staatsoberhäupter in tobendes Gelächter aus. Man brüllte geradezu. Man schlug sich auf die Schenkel, krähte wie am Spieß und wischte sich die Lachtränen aus den Augen. Der nette alte Herr schaute ratlos vom einen zum anderen. »Ich begreife Ihre Heiterkeit nicht ganz«, sagte er. »Wollen Sie mir gütigst erklären, was Ihnen solchen Spaß macht? Wenn ein langer Krieg 1 Billion Dollar gekostet hat, warum sollte dann ein langer Frieden nicht dasselbe wert sein? Was um alles in der Welt ist daran komisch?« Nun lachten sie alle noch lauter. Es war ein rechtes Höllengelächter. Einer konnte es im Sitz nicht mehr aushalten. Er sprang auf, hielt sich die schmerzenden Seiten und rief mit der letzten ihm zu Gebote stehenden Kraft: »Sie alter Schafskopf! Ein Krieg! Ha! Ein Krieg! Das ist doch was ganz anderes!« Die Staatshäupter, der nette alte Herr und ihre lustige Unterhaltung sind völlig frei erfunden. Dass der Krieg 1 Billion Dollar gekostet hat und was man sonst für denselben Betrag alles leisten könnte, soll, so versicherte eine in der Frankfurter Neuen Presse zitierte amerikanische Statistik, hingegen zutreffen.